Ja. Tag, hallo. Willkommen zum Kühlschrank-Simulator. Wir gucken uns mal die Kuratoren an. Ah, hier, Tiny Build Publishing. Aha, okay, ja. Okay, der CEO, ja, der Alex, oh, der Luke, okay. Doch schon einige beteiligt hier. Ja, okay. Okay. Der Frank Meyer, auch mit am Start. Okay, guck mal, die Kena ist auch mit dabei. Herb Liv, oder Liv, glaube ich. Alexandra, Alex, wieder der Alex, der Ivan, der, okay. Doch schon einige, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Trailer Producer gibt's auch, ist ja krass. Sowas gibt's auch? Heftig, okay. Gameplay Capture Artist, Sound Designer, Senior Community Manager. Grüße gehen raus übrigens an alle, die bei dem Spiel mitgewirkt haben. So, okay, gucken wir uns an, wenn wir soweit sind. Wir sind ja noch nicht durch, wir sind bei den Settings angekommen. Wow, Alter. Bruder, da muss ich aber los. Hilfe, Fullscreen, V-Sync, yes. Englisch, nein, ich hätte gern auf Deutsch. So, Deutsch, annehmen. Ja, annehmen. Der Ivan ist schreckliche, ja. Ich kann... Oh nein, der hat mir die Auflösung umgestellt. Uff. Oh nein, der hat mir die Auflösung umgestellt. Ich sehe nichts. Ist das 1920? Ich kann das nicht sehen. Was ist das für eine Auflösung? Nein, ich hab die auf... Nein, ich hab's verkackt. Ich kann diese Auflösung nicht erkennen. Er hat irgendwie die Auflösung Das fängt ja schon gut an. Kann ich das rückgängig machen? Einstellungen. Das Geile ist, ich kann die Einstellungen überhaupt nicht lesen. Ist das... Ich weiß halt nicht, was ist, ne? Man kann das so schlecht erkennen. Ich nehme das mal an. Es gibt ja auch keine Zurücktaste. Ton geht ja auch, oder? Warte mal, doch. Ton stand da, ne? Oder? Warte. Doch, da oben ist Ton. Ah, hier. Oh ja, das ist schon ein bisschen besser, ne? Oder? Hallo? Oh, der Kühlschrank läuft im Hintergrund. Und schon ist die Musik zu Ende. Da ist natürlich super. Okay, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Und wir machen den Kühlschrank auf und es ist... Was ist da drin? Ich kann es gar nicht erkennen. Was ist das? Rechte Mausbutton zurücklegen. For Daddy to work. Oh, wieder ein Scheißtag auf Arbeit. Oh, das blöde Telefon. Wir rufen jetzt schon wieder an um 23.30 Uhr. Lange Nacht. Oh, hallo? Ich hang ab. Ich hab gar nicht aufgelegt. Wer nervt denn da? Mitten in der Nacht um 23.05 Uhr. 11 p.m. Ja. Ja, ich muss nach Hause. So, aber trotzdem will ich die Einstellung nochmal ändern. Ah, hier, so. Annehmen. Ja. Okay, Framerate, ja. Vollbild, Fenster, V-Sync, ja. Okay, anscheinend hat er es übernommen. Okay, so, was haben wir hier am PC? Ausmachen. Schubladen. Oh, Pillen. Oh, meine Pillen, habe ich. Nehme ich mal mit, ne? Was ist das hier? Mein guter... Wie lange steht dieser Joghurt hier schon? Der Seaside-Joghurt. Schokopudding. Der... Unlocked a new chapter. Habe ich den jetzt gegessen? Oh.
hinten steht jemand. Hallo, Herr Nachbar. Ich grüße Sie. Ist übrigens leise, ne? Jetzt ist das wieder so leise. Gerade war das mega laut. So. Hallo, ist bestimmt nur der Nachbar. Hallo, Herr Nachbar. Ich grüße Sie. Na, alles gut? So. Gut, dann würde ich sagen, stehen wir mal auf vom Stuhl. Und ja. So. Wie gesagt, ist PS1-Grafik, wird nicht jedem gefallen. Aber ich finde es ganz witzig. Ich fand es sehr, sehr interessant. Da ist eine ominöse Box. Inspizieren können wir die auch. Huch. Wo ist die Puppe hin? Die Puppe ist einfach durch den Raum geflogen. So. Der Nachbar ist immer noch da drüben. Gibt es sonst noch jemanden, der hier am Fenster guckt? Da unten, was ist das denn? Ah, okay. Das ist schon sehr, sehr creepy, ne? Muss man ja sagen, ne? Hier, ja, mal gucken, was uns erwartet. Ich muss das Licht erst ausmachen. Sonst schimpft die Putzfrau. Ja, die Putzfrau. Wo ist denn? Ist das der Schalter? Nein. Hä, aber wo ist... Ach, da. Wieso geht mein Rechner an? I have to turn off the lights, or the cleaning lady will grumble again. Ach, geh nach Hause. Ja, mach ich auch. Ach, ist das wieder ein langer Tag im Büro gewesen. Steig in den Aufzug. Steig in den Aufzug. Steig in den Aufzug. Was? Ja, ich sollte vielleicht mal in den Aufzug steigen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee. So. Ah, vielleicht noch einen Snack für zwischendurch. Ich bin mir noch überlegen, ob ich eine Chipstüte nehme, eine Cola oder... Ah, warte mal. Ich bei mal eins. So. Ah, lecker. Trinken. Ich fühle mich gut. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Hallo? Hallo? Entschuldigung, wo ist denn der Aufzug? Ich weiß auch nicht. Irgendwie sieht ja alles so gleich aus. So. Da ist der Fahrstuhl. 9. Sind wir auf der 9. Etage? Ich drück mal den Knopf. So. Das ist ja ein tolles Bild. Irgendwie finde ich das cool, muss ich sagen. So. Ich rechne mit allem. Cancel, Stopp. Oh Gott, wir können alles drücken. So, erstmal Tür zu. Eins. So. Dann fahren wir erstmal auf die 1. Was soll schon passieren? Wir sollen nur nach Hause gehen. Oh, steigt vielleicht jemand dazu? Ich weiß es nicht, kann sein. Tür zu, Tür zu, Tür zu! Hilfe? Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, ich werde nie wieder in einen Fahrstuhl einsteigen. Bitte was? Alter, der... Ja, dann tu mal was dagegen. Die Knöpfe sind abgefallen. Natürlich versuche ich auf eigene Faust. Die Knöpfe sind... Der Knopf ist ab. Kann ich ihn mitnehmen? Bitte was?
Schrecklichste in Horrorspielen ist immer die Stille, ne? Das ist gut. Schön, finde eine Lösung. Das lässt mich eher verstört zurück. Warum ist da so ein roter Pixel? Das ist okay. Ja. Ah, okay. Das ist gut zu wissen, dass du... Das Auge guckt mir auch noch an. Das ist ja ekelhaft. Das ist alles sehr merkwürdig. Die Augen, entschuldigen Sie, Herr Fahrschulführer Wunder Knabe. Was? 4-3-1-1. 4-3-1 gibt's nicht. Stopp. Start den Generator neu. Wir fahren noch? Ah, nee, noch nicht. Hallo? Technische Etage. Da ist es ganz toll. Ich hätte gern ein bisschen Licht. Das ist... Das ist ein tolles Bild. Das ist alles sehr unangenehm, wenn ich das mal so sagen darf. So. Oh, Alter, diese Rohre, ne? Gott, Alter. Wieso habe ich jetzt Gänsehaut? So, dann wollen wir mal den Generator starten. Den Generator, den Generator. So, Generator und... Was? Beiterhaltungsraum? Was? Beiterhaltungsraum? Was für ein Baltungsraum? Beinhaltungsraum? Ist zu. Okay. Entschuldigung, ich muss den Generator neu starten. Ah, die Tür ist offen. Ah, das ist ja praktisch. Ah, hier liegt Farbe. Oh, ja, ist ja... warum ist hier die... Was ist das? Warum bin ich jetzt hier... Ich bin bekloppt und gehe in die Dunkelheit. Wozu ist? Eigentlich haben wir eine einfache Aufgabe, ne? Wieso gehen wir immer tiefer? Gott, ist das furchtbar. Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was? Weiter Aufenthaltsraum? Betreiberaufenthaltsraum vielleicht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn jetzt gerade. Oh nein, ist das so wie es... Ist das so wie SCP? Containment Breach? Ist das der Generator? Ist sicherlich nur ein Rohrbruch. Sowas meine ich dann zum Beispiel. Sowas können wir dann zum Beispiel im 12-Stunden-Stream spielen. Das wird bestimmt ganz lustig. Oder zum Beispiel auch die Backrooms. Die Backrooms können wir dann auch weiterspielen im 12-Stunden-Stream. Ich hasse sowas. Und vor allem die Backrooms. Ich habe richtig Schiss vor den Backrooms, ne?
Umkleideraum. Hm. Hör auf damit! Lass das! Ich hätte gerne hier noch eine Coke. Hä? Ist er wieder da? Entschuldigung, ich darf ich kurz stören? Ich habe Angst, wenn ich mich... Was ist das denn? Be careful! Das Bild ist mega. Alter, ich hab voll die Gänsehaut. Hör auf damit. Lass das. Was liegt denn da? Oh, ich dachte, da liegt irgendwie eine zerfetzte Katze oder so. Dabei sind es nur Flaschen. Be careful. High voltage. Oh, da liegt ein Schlüssel. Du hast Folgendes aufgehoben. Schlüssel für... Was? So schnell kann ich gar nicht lesen. Hallo? Warte mal, wenn ich mich nochmal umdrehe, ist er dann da? Das ist creepy. If you need quads, look in Mitchell's lock. In Michaels Schließfach? If you need quads, look in Mitchell's lock. Ach, in Mitchells Schließfach. Ja, wenn ich wüsste, wofür. Wo Mitchells Schließfach ist. Wir gehen immer tiefer, ne? Oh, das Spiel ist so unangenehm. Gott, diese Geräusche. Okay, hier kommen wir nicht lang. Brauchen wir gar nicht probieren. Natürlich. Sagt er jetzt was anderes? If you need quads, look in Mitchell's lock. Ja. So, wir sind jetzt in der Umkleide. Mitchell hat er gesagt, ne? Was? Beware of the open elevator shaft. Okay, Mitchell, hier Mitchell. Hm. Bitte was? Was ist das da unten? Eine Flasche. Trinken. Sie ist leer. Kann ich alles öffnen? Na, hallo. Ich bin da neugierig, ne? Da kann ich nicht reingucken, weil das hinter der Ecke ist. Verdammt. Was ist hier? Be alert to all hazards. Irgendwas wird doch im Spinn kommen, oder? Ertrinke ich jetzt? Diese Rohrbrüche. So, das heißt, wir müssen jetzt am Automaten. Ja, verstehe ich richtig. Danke für den Tipp übrigens, ne? Was haben wir denn da? Was ist denn das? Das ist eine... ich kann es nicht richtig drehen. Tim Kudrow. Eine Keycard. Mit einem QR-Code. Kann man den QR-Code scannen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kann man den scannen? Nee, geht leider nicht. Schade. Huch. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn man den hätte scannen können. Das sieht doch sehr hübsch aus, deine neue Arbeitsstelle. Ja, stimmt. Ich, den Pass für Tim. Entschuldigung. If you need quads, ja, das sagst du bereits. Du wiederholst dich, das sagtest du bereits. Ich weiß noch nicht genau, wo ich diese Keycard benutzen soll. Was war hier? Hörst du was aus dem Automaten? Das ist alles sehr unangenehm hier. Ich komm...
Das ist unangenehm. Alter, dass er überall sitzt. So, wo kann ich ihn nutzen? Hier? Nee. Wo konnten wir denn eine Keycard einsetzen? Ach, immer dieser Weg zur Arbeit. Das ist mein Weg zur Arbeit morgens immer hier auch, ne? Ach, schrecklich. So, jetzt die Frage. Hatten wir irgendwo... Gott, ich sollte doch einfach nur nach Hause gehen. Hätte ich das einfach mal gemacht.